Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im My Team Modus. Wir spielen jetzt in Spanien. Und ja, mal schauen, wie diese Strecke uns liegt und mal schauen, was wir hier rausholen können, so alles. Ich hoffe mal, dass das Wetter diesmal trocken bleibt, dass nichts irgendwie uns da in die Karte spielt. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Das klingt doch gut. Willst du uns damit sagen? Ja, sieht alles gut aus. Können wir bei uns in Fahrerboni noch was setzen? Nö. Finanzen sieht auch geschickt aus. Haben wir ein bisschen viel ausgegeben jetzt? Ja, na klar, aber... So, alles in allem lässt sich doch sehen. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Rennwochenende. So, das Wetter sieht doch schon mal recht gut aus. Wochenendvorschau, ne, das Übliche. Ja, das sieht doch so aus, wie ich es gern hätte. Unsere Leistung, jo. Relativ okay. F&E sind ein paar aktiv, Strapazierfähigkeit und Chassis. So, dass wir vielleicht noch über Alpha Tauri da noch so drüber kommen. Na, wir werden sehen, was sich hier in Spanien, was da passiert. Wir gehen einfach gleich ins erste Training hinein. Etwas bewölkt, aber noch trocken. So, wir werden gleich das Übliche machen. Ich werde bloß mal was versuchen. Und zwar, hier haben wir es, die Autoeinstellungen. Wir nehmen mal das und wir fahren auf... Ja, wir nehmen die harten gleich. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich. Wir fangen jetzt erstmal damit an. Okay, dein Ziel ist es, möglichst viele Kurventore so schnell und präzise wie möglich zu durchfahren. Viel Glück! Was leuchtet denn da schon wieder so? Na, zack, zack, zack. Getriebe. Okay, also die Kurve kann ich noch mal mit Vollgas nehmen. Du näherst dich der DRS-Zone. Behalte für den Aktivierungsbereich deine MFA im Auge. Okay, der letzte Sektor war jetzt wieder kacke. Aber wir haben unsere angepeilten Punkte doch eigentlich geschafft, oder? Klasse, ja. Du hast
hast diese Strecke so gut wie gemeistert. 485. Eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. Obwohl wir ja durch die ersten Kurven gerutscht sind, war das relativ. Okay. Naja, die letzten Kurven waren wieder nie ganz perfekt, aber... Das ist großartig. Du scheinst ein gutes Verständnis für diese Strecke zu haben. Hatte ich jetzt nie gerade... Okay. Zählt aber noch nie, oder wie? Kurve haben wir scheiße angefahren, die kann ich viel weiter außen anfahren. Da bin ich hier schneller draußen. Ich habe die nie geschafft. Na doch, ich habe die ganz normal. Ich habe es nie zu 100% geschafft, also nie zu. Aber das reicht mir. Wir nehmen die Mediums fürs. Ja. Ab ins Reifenmanagement. Das sollten wir auch eigentlich in einer Runde schon gleich erledigt haben. Sieht sich aber gerade schon ein wenig zu, also es sieht schon mehr nach. Dass du deine Reifen im Laufe einer Runde richtig verwaltest, also versuch die Abnutzung in den Kurven gering zu halten. Sei vor allem beim Beschleunigen am Kurvenausgang besonders vorsichtig. Na, Stroll, erst ich. Da sollte ich nicht so sehr runterschalten.
Okay, Test abgeschlossen. Das war. Aber wir sind trotzdem noch hinter den Alpha Tauris. Wenn ich das jetzt gesehen gerade habe. Ja, mal die Zeiten. Ja, Quiert ist mit harten Reifen. Quiert und Stroll sind mit harten Reifen noch vor uns. Das sollte man ändern, aber ich bin über eine Sekunde schneller als mein Teamkollege. Bis jetzt liegt bei 1 Minute 21,3. Mal kurz gucken, hier sieht da alles noch gut aus. 45, 1, 15, 51, ja, selbst die 51 sind noch okay. Können wir auch noch lassen, Getriebe. Ah, das Trainingsgetriebe ist kacke. Kann ich das? 10 bis 12 Minuten Einbauzeit. Na, dann machen wir das, bevor wir ins zweite Training springen. Genau. Dank den Testläufen kennt sich das Team hier sehr gut aus. Allerdings ist es schon ein paar Monate her, also gibt es noch einiges auf. Machen wir jetzt noch Benzinsimulation und vielleicht kriegt man sogar noch das ERS hinterher. In diesem Programm möchten wir, dass du dich auf Techniken zum Benzinsparen konzentrierst. Verwende Lift and Coast am Kurveneingang, um so viel wie möglich zu sparen, wobei du unter der minimalen Rundenzeit bleiben musst. Noch mal kurz vorbeilassen. Tun wir so ein bisschen das Getriebe ein bisschen strapazieren und dann können wir das wechseln. Sollte eigentlich reichen, so. Benzin sieht gut aus. Das Forschen ist für eine Kritze hier zusammen. Ja, hat gereicht. Sehr schön. So, da können wir jetzt noch das ERS hinten dranhängen. Und dann geht das doch klar. 25, 25. Hier kriegt man noch 50. 150 kriegt man noch. Aber da fehlt doch was. Ach ja, genau, die 40 von... Zack, ziehen wir gleich noch alles mit durch. Während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen. Bei diesem Programm geht es um ERS-Management. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung. Na, Kacke.
Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Benzinmischung 1, falls du den Motor für das Rennen schonen willst. Ein bisschen powern hier, nicht schön. Das sah doch schon mal ganz okay aus. Das sah doch ganz okay aus. Wollte ich nochmal hier gucken. Hat irgendwas schon gesehen? Steuerelektronik? Machen wir gleich nochmal mit rein. Wir werden jetzt eh nichts nochmal fahren. Das heißt, wir können auch... das noch machen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,20,6. Genau, Quali und Dings machen wir dann im zweiten. Und da können wir das Ganze in Ruhe einfach jetzt durchlaufen lassen. Beziehungsweise können wir auch ganz einfach gleich ins zweite springen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Bottas, Vettel und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der da müsste jetzt ja alles perfekt eingebaut sein und dann können wir ja ins zweite Training jetzt starten. Genau, das noch ausstehend, genauso wie das. Der Energiespeicher muss noch ein wenig. Den können wir jetzt noch nie wechseln, bei gerade mal 50%. Der muss noch ein Rennwochenende, muss er noch aushalten. Und dann kann man auswechseln. So. Rennstrategie und Quali-Simulation machen wir jetzt noch. Und dann geht's ab in die Quali. Bitte sorge für ein paar konstante Rundenzeiten. Wir benötigen brauchbare Daten, damit wir die Rennstrategie ausarbeiten können.
Nicht zu weit auf den Randstein gekommen. Eine Sekunde schneller. Genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Die Kurvenkombi ist immer noch nicht ganz so meins. Die klappt man nicht ganz so gut. Der letzte Sektor ist sowieso nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Das holen wir schon wieder raus, den Schlenker, genau. Also wenn ich die Zeiten hier so sehe, wird das, glaube ich, in der Quali und im Rennen sehr schwer für uns werden dieses Wochenende. Wenn man so guckt. Naja. Die Williams, denke ich, werden wir haben. Alpha werden wir bestimmt auch haben. Jawohl. Wir werden jetzt gleich sehen, was wir im Quali-Tempo so hinbekommen. Wie das so funktioniert. Ne, 1.19er Zeit wäre ich eigentlich mit ganz zufrieden. Mach dir keine Sorgen um die Reifen, gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. Mit der 19er Zeit wären wir eine Sekunde schneller knapp.
Das ist die Sekunde wirklich schneller. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige. Damit sind wir trotzdem immer noch hinter Alpha Tauri. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, müsste der vor uns. Ja, 13. Also Q2 sollten wir schon schaffen. Q2 wäre schon ganz zufrieden mit der. Wir sind vor uns. Aber wir haben die Alpha. Die Alpha ist hinter uns. Ja, damit sind wir noch ganz wir uns zufrieden. Ich wäre eine Runde mit mindestens zwei verschiedenen. Machen wir nochmal so eine Runde. Schauen wir nochmal, ob wir da was hinkriegen. P3 machen wir eh nie, also nehmen wir uns zack. Ja, weiter. Ich will bloß nicht so viel Sprit mitnehmen. So, es muss reichen. Und dann machen wir nochmal eine fliegende Runde, dass wir das alles vollständig haben. Und dann geht's in die Quali. Schon verkackt, weil ich das DRS vergessen habe aufzumachen. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Na, ich hab's wieder weggeworfen. Kriegen wir noch eine Runde hin? Ja, sieht schlecht aus. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von zwei Runden an die Box. Na, okay, gut. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. Aber doch ganz okay, im Großen und Ganzen. So, da können wir jetzt ja rein theoretisch gleich in die Quali springen. Können wir die jetzt gleich machen.
Ja, genau. Haben alles geschafft. Sehr schön. Zeit ist auch relativ okay. Mal guckt, Teamkollege. Da unten 22.2 mit harten Reifen. Und wir fahren inne ins 19.7 mit Softs. Naja, mal schauen, was da noch kommt. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf 13. Also wie es vorausgerechnet wurde, ne? Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training. Sehr gut, haben ein bisschen Ressourcenpunkte gesammelt. So, also Quali, wie gesagt, in Q2 sollten wir es schon schaffen. Was dann dort ist, einfach nur Bonus. In dem Q2 werden wir plus eine Runde dann fahren. Das wird dann schon der Bonus sein, denke ich mal. Immer so alles über. Über Platz 14, 15, alles was drüber ist, wäre schon toll. Bleib mal gucken, gibt's was zum... Wenn ich du wäre, würde ich so investieren. Wo sind wir am schlechtesten? Da, aber hier ist die Abteilung ausgelastet. Da sind wir relativ okay. Trapezierfähigkeit sind wir ganz unten, aber das kommt ja noch. Wir nehmen das. Zack. Fürs Erste. Und dann ab in die Quali. So, wir werden jetzt gleich mal wieder. Welches Auto-Setup hatten wir? Laden. Nimm das. Wir fahren mit denen, genau. Und dann können wir gleich rausfahren. Zum Glück sogar gleich als erstes draußen, schätze ich mal. Wenn wir Glück haben. Ja, sieht ganz gut aus. Da hinten kommt einer. Vor uns scheint keiner zu sein. Warum haben wir Benzingemisch für 11 Runden mit? Jetzt mal ganz im Ernst. Müssen wir jetzt gleich mal gucken, was jetzt draus wird.
Spulen wir mal vor bis 5 Minuten ungefähr. Und dann kann man nämlich noch Autoeinstellungen. Nochmal bearbeiten. Ja, 12. 12 Runden. Das reicht vollkommen zu. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,19,1. Gucken wir, warte mal runterrutschen. Platz 15, 16, ja. Noch was dran, denke ich, aber noch so 4,5 Minuten. Und dann haben wir nochmal neue Reifen. Und dann fahren wir nochmal eine Runde. Also wie gesagt, mit dem Schlüssel ist es so schwer, wie wir waren. Ja, fast dreimal so viel Benzin mit. Geht von Anfang an schon gleich viel schneller. Oh, jetzt haben wir Verkehr. So, es bleiben noch 2 Minuten in dieser Session und bis jetzt sind wir zu langsam. Wir brauchen eine schnelle Runde oder wir sind raus aus dem Qualifying. Dauert auch knapp. Und versuchen, dass wir nochmal eine dranhängen. Zu sehr gerutscht. Vielleicht können wir ja, wenn wir den letzten Kurvenabschnitt besser nehmen, vielleicht können wir da noch ein bisschen was rausholen. Nee. Nie genug. Sollen wir mal gucken? Das wird nie gereicht haben. Platz 19, ja. Bis irgendwie war das Auto nie ganz so das. Platz 16. Ja. Ist halt nicht gerade noch Platz 19. Hat das Sätze? Mal kurz gucken, was steht jetzt da? Platz 16. Also hat es noch gereicht für Q2. Sehr schön. Jawohl. Boah, aber bei. 0,403 haben wir und bei 0,002 Sekunden. Geil.
Sehr schön, Q2. Mehr wollten wir doch gar nicht. Jetzt passt es mit dem Benzin gleich. Wir fahren gleich mal eine Runde. Mal schauen, was wir hinkriegen. Ich hoffe mal was Fixes. Wer ist vor mir? Williams, ne? So wie es aussieht. Kommen nicht unter diese 1,19er Marke. Kommen da einfach nicht runter. Da weiß ich jetzt schon, dass es nicht reichen wird. Bottas wird drüber, genau. Da werden wir nochmal bis 4,5 Minuten gehen und dann fahren wir auf 9. Nochmal eine Runde. Ach, wir haben gar keine neuen mehr. 11. Dann fahren wir mit denen nochmal eine Runde. War lustig werden, aber stimmt, wir haben gar nicht so viele Weiche mehr. Naja, egal. Versuchen wir so nochmal unser Bestes. Sind jetzt alle wieder raus. Du liegst zu weit hinten. Du musst es in die Top 10 schaffen, um im Shootout zu starten. Das ist gar nicht unser Ziel, Top 10.
Die Runde war geil. Hat man dann ein bisschen was rausgeholt, aber ja, ich glaube nie. Dann fahren wir die Runde noch so zu Ende und dann ist... Mal gucken, hat es für Rang 11 gereicht? 14 sind wir bloß noch geworden. Alpha haben wir vor uns gelassen. Alpha Tauri und Alpha haben wir... Naja, okay. Damit kann ich leben. Stimmt, Kimi ist nie... Naja. Kimi war vor uns.